Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch mal mitnehmen auf meine Erprobungstour meines neuen Restkraftverstärkers Emotion M25 von Alba. Ich werde in diesem Video sowohl auf die neuen Funktionen eingehen, als auch auf die allgemeinen Funktionen solcher Restkraftverstärker. Ich habe es ausgiebig für euch getestet und ich habe auch zwei meiner Assistenten ja bei unsachgemäßen Aktionen ein bisschen verärgert. Ich muss auch immer so eine Harakiri-Aktion. Boah, Sascha, ey, du bist so dumm. Kommen wir mal dazu, was so ein Restkraftverstärker kann. Also, so ein Restkraftverstärker unterstützt beim Antreiben des Rollstuhls sowie beim Abbremsen des Rollstuhls gerade bergauf und bergab eine Wohltat. Ich sag's euch. Ich kann davon nur ein Lied singen. Ich habe es ja in einigen Videos mal durchblicken lassen, dass ich auch rückwärts da hochfahre in den Berg und so weiter. Dementsprechend ergibt das für mich eine Menge Freiheiten. Außerdem haben sie eine Rückrollverzögerung, was gerade bei Steigungen oder Gefälle hilfreich ist, wenn man mal die Arme von den Greifreifen nehmen muss. Und jetzt sage ich nur Hände hoch, Feierabend. Natürlich nicht. Team Motions machen es. Aber so hat man genügend Zeit, mal nachzugreifen. Das Gute ist, der ganze Scheiß funktioniert auch bergab. Ein Stückchen zurück, dann kannst du auch so bleiben. Und mal entspannen, bevor es dann weitergeht. Da habt ihr dann ungefähr so 3 Sekunden, bevor die nachlassen und der Rollstuhl dann anfängt wieder loszurollen. Das ist echt eine hilfreiche Funktion und man muss dann nicht unbedingt immer zickzack den Berg hochfahren. Beim Einschalten der Rückrollverzögerung wird dann aber lediglich die Fernbedienung benötigt, weshalb man die auf jeden Fall mithaben sollte. Durch 2 Unterstützungsstufen ist es möglich, dass die Emotions sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eingestellt werden, während man drinnen so gut wie keine bis gar keine Unterstützung benötigt. Braucht man draußen doch durchaus mal ein bisschen mehr Power, gerade wenn man spritziger vorankommen möchte. Zum Wechseln der Unterstützungsstufen ist es dann natürlich auch wichtig, dass ihr die Fernbedienung habt. Ansonsten klappt das nämlich nicht. An den Emotions selber könnt ihr nur an- und ausschalten. Was können die neuen Restkraftverstärker, was das alte Modell nicht konnte? Jetzt beim neuen Modell ist es aber so, dass diese sogar über eine App steuerbar sind, weshalb man theoretisch auf die Fernbedienung verzichten kann. Leider muss man sich einzelne Inhalte kaufen, wozu auch die Fernbedienungsfunktion gehört. Aber bevor man sich das dann kauft, kann man wenigstens einmal für 30 Tage testen, ob man das überhaupt benötigt und wenn ja, welche Funktion überhaupt. Weil ihr könnt das entweder in einem Gesamtpaket kaufen oder in einzelnen Modulen. Bevor ich auf die kostenpflichtigen Sachen eingehen werde, gebe ich euch jetzt erstmal einen Überblick, was kostenlos in dieser App möglich ist. Zum einen habt ihr als allererstes die Auswahl von unterschiedlichen Farbprofilen. Das Standardfarbprofil bietet ein spritziges, aber ausgeglichenes Fahrverhalten für einen breiten Personenkreis, mehr Nachlauf und höhere Geschwindigkeit in Unterstützungsstufe 2. Das Sensitivfahrprofil ist für Personen mit eingeschränkter Handfunktion und oder relativ geringer Armkraft, die ein hohes Maß an Unterstützung beim Fahren benötigen, reagiert bereits in Unterstützungsstufe 1 relativ sensibel. Das Fahrprofil Soft ist eher für ungeübte Personen, die in beiden Unterstützungsstufen eine eher passive Fahrweise bevorzugen. Das Fahrprofil Aktiv ist für Personen mit voller Handfunktion und oder relativ hoher Armkraft, die eine eher sportliche Fahrweise im Außenbereich vorziehen. Wenig Unterstützung in Stufe 1, sehr viel Unterstützung und Nachlauf in Stufe 2. Sollte keines dieser Profile für euch geeignet sein, gibt es noch die Möglichkeit, ein individuelles Profil einzurichten. Das läuft dann über die sogenannte Profi-Kategorie, die ihr in der App findet. Dafür braucht ihr aber einen PIN. Den werde ich euch nicht geben. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn der eine oder andere von euch ein Problem dann hat. Da kann euch euer Sanitätshaus auf jeden Fall weiterhelfen und individuell beraten bzw. euch die Emotions auch individuell anpassen. Ansonsten könnt ihr euch in der kostenlosen Variante eure gefahrenen Kilometer insgesamt anschauen. Des Weiteren gibt es noch die aktuelle Geschwindigkeit zu sehen sowie den aktuellen Zustand eurer Akkus. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Akkus für eine Reise
in den dafür vorgesehenen Modus zu versetzen, denn bei Flugreisen gibt es zum Beispiel Einschränkungen, was die Kapazität bzw. den Ladestand eurer Batterien betrifft, habe ich selbst noch nicht gewusst, aber man darf wohl nicht die Akkus voll mitnehmen, deswegen könnt ihr sie in den Reisemodus stellen, da entladen sich die Akkus, oder ihr könnt sie auch für die Einlagerung vorbereiten in der App. So entladen sich die Akkus auf den Stand, wo es für die Lithium-Ionen-Akkus am besten ist, sie zu lagern. Des Weiteren könnt ihr die Lautstärke der Signale, der Emotions, des Piepens also einstellen, sowie ob die LEDs im Betrieb oder beim Laden leuchten sollen. Neben kleineren irrelevanten Einstellmöglichkeiten gibt es auch die Möglichkeit, persönliche Daten zu hinterlegen, sowie Informationen im Umgang mit Problemen, mit einem Fachhändler oder auch sonstigem Wichtigen, was auch das Datenblatt betrifft und so weiter, an Infomaterialien über die App direkt aufzurufen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man was sucht, was diese Restkraftverstärker betrifft. Das war es dann aber leider schon mit den kostenlosen Features so wirklich, weil alles Weitere kostet Geld. Und da sind wir schon beim ersten, was Geld kostet. Und zwar die Möglichkeit, seine Touren aufzuzeigen. Das bedeutet, ihr könnt sowohl Höhenmeter als auch Strecke, als auch die GPS-Daten mit aufzeichnen. Ihr könnt aufzeichnen, wie viele Anschübe ihr gebraucht habt. Eine weitere Funktion der App ist das Easy Navi, bei der euch rollstuhlgerechte Strecken angezeigt werden sollen. Ich habe das hier in Hamburg getestet und muss sagen, alle Strecken, die ich eingegeben habe, hat er mir so gezeigt, wie ich sie fahren würde. Es ist aber auch, ehrlich gesagt, kein Wunder. Also hier in meiner Ecke ist zumindest alles barrierefrei. Dementsprechend kann ich das nicht adäquat testen für euch. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Erfahrung gemacht, die er mit den anderen teilen möchte. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr damit Erfahrung gemacht habt, ob es funktioniert oder nicht. Ob die Navi-Funktion jemand benötigt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Es ist auf jeden Fall gut, dass es die Option gibt für den einen oder anderen. Und wenn sie wirklich nur barrierefreie Strecken raussucht, ist es umso besser. Ich konnte das halt nicht testen. Dementsprechend bin ich auf euer Feedback gespannt, ob das so klappt oder halt nicht. Der Cruise Mode ist das nächste Feature, was das neue Modell M25 bereithält und der wohl mit Abstand größte Pluspunkt an diesen Restkraftverstärker. Mit dem Cruise Mode habt ihr die Möglichkeit, eine von euch selbst angetriebene Geschwindigkeit zu halten und dann auch mal, ohne dauernd antreiben zu müssen, diese Geschwindigkeit zu halten. Dieses klappt dann sowohl bergauf als auch bergab, wobei das nicht so einfach ist, wie ihr in dem folgenden Video sehen könnt. Nächste Funktion, der Cruise Mode. Schalten wir den doch einfach mal an und fahren ein Stück. Aktuelle Geschwindigkeit ist 0. Mindestens 2 km/h muss man fahren, damit er sie hält. Also los geht's. Rollst du jetzt oder rollst du nicht? Also jetzt rollt er. Aber er spackt ein bisschen. Hui. Wow. So viel zu Cruise Mode. Für schnelle Wendungen und so wahrscheinlich nicht gedacht. Guck mal, ob ich da jetzt den Berg hochkomme, ob ich viel machen muss oder nicht. Sag mal so, ne? Ist ein bisschen ungewohnt, wenn der Motor das jetzt mit übernimmt. Das, man merkt so Anschübe, so leichte, so jetzt geht's los. Er reagiert nicht ganz so schnell, weshalb das definitiv nicht für Slalomfahrten oder so geeignet ist. Aber es ist mega. Jetzt versuchen wir das mal bergab, dass er nicht schneller wird. Mal gucken. Sieht schön aus. Wenn man auf dem Berg ist, dann geht das. Wenn man auf dem Berg ist, dann geht das schon mal nicht bergab runter. Da kann ich mich dran gewöhnen. Da fällt mir gerade ein, ich muss euch noch gestehen,
Das ist nicht mein eigentlicher Rollstuhl. Mein eigentlicher Rollstuhl ist nicht so kippfreudig wie der. Das ist nur der Ersatzrollstuhl. Ich hatte so ein kleines Malöhrchen mit dem anderen. So, eigentlich wollte ich den Cruise Mode woanders testen. Aber ich habe hier gerade so eine kleine Auslauffläche, sodass ich den auf ungefähr 2 km angetrieben bekomme. Da geht es gleich bergab. Links und rechts habe ich ein bisschen Platz, dass wenn ich umkippe, dass ich mir nichts breche und so eine Sachen. Ja, mal gucken, ob es klappt. Ne? Schauen wir mal. Cruise-Modus wieder. Ich muss auch immer so eine Harakiri-Aktion machen. Ey, Sascha, ey. Oh, Sascha, ey, du bist so dumm. Ey, ohne Scheiß, ne? Ja, chill mal halt. Ey, es war so knapp. Und ich hätte gerade, ich konnte gerade einfach nur zusehen. Ja, es ist ja gut gegangen, aber es war trotzdem, es war mir so klar. So, das war mal wieder so ein kleiner Schockmoment. Ja, ich lebe. Mir war das klar, irgendwie, dass das bergab nicht geht. Also ich werde noch mal genau gucken, ob ich da auch mich nicht verlesen habe, aber das sollte bergab klappen. Da wollte der Rollstuhl nicht ganz so, wie ich wollte. Kann mir mal jemand einen Kaffee bringen? 7 km/h. Seid ihr schon mal so schnell mit einem Aktivrollstuhl den Berg hochgekommen? Geil. So, damit kommen wir jetzt nun zu meinem Fazit. Ob Alba das schluckt oder nicht, ist mir in dem Fall egal.